Hey ho und herzlich willkommen zurück hier in unserem wunderschönen Tropico, in der freien und beinahe demokratischen Republik. Und ja, wir haben ja nach wie vor unseren wunderbaren Präsidenten mit Namen Trump. Und demnach, denke ich, wäre es an der Zeit, das Weiße Haus zu bauen. Und als solches, ja, stellen wir das einfach mal hier in Richtung Regierungsviertel. Dort, wo es eben hingehört. Es ist direkt neben dem Palast gerade leider kein Platz mehr. Ja, eventuell müssen wir auch mal den ganzen Regierungssitz nochmal umziehen, wo mehr Platz ist. Vorerst dürfte das Weiße Haus, denke ich, hier aber doch einen sehr, sehr guten Eindruck machen. Oder passt es eventuell auch hier hin? Wäre im Zweifel zwar auch noch eine Option, es ein bisschen Richtung Strand hinzustellen. Wir könnten natürlich auch den Golfplatz ersetzen hier, ne? Moment, pausieren wir einfach mal kurz. Dann können wir eventuell auch hier das Zentrum für Cyberoperationen irgendwo anders hinsetzen. Ja, Gebäude neu platzieren. Kostet 2.500. Das können wir machen. So, jetzt die Frage, wo haben wir den Platz und Lust, das Gebäude hinzustellen. Hier würde sich gut anbieten, dann können wir die Straße gegebenenfalls weiter verlängern. So, dann kann das hier nämlich einmal kurz abgebaut werden. So, und dann haben wir gerade noch so genug Geld, das Weiße Haus eben hier an den Golfplatz ranzusetzen. Ja, machen wir so rum. Einmal schön in den Garten, so, und dann ein paar Polizeihubschrauber bewachen hier das Ganze auch schon. Wunderbar. Ah, okay. In Wirklichkeit kommen sie von da oben. Okay, das liegt nur an der Simulation und daran, dass gerade Pause war. Und ja, wir fliegen hier jetzt das Weiße Haus ein. Wunderbar. Dann hat Präsident Trump... heißt Amerikas ikonischstes Gebäude willkommen, findet es aber ein wenig trist. In welcher Farbe soll es angemalt werden? Die Leitungen sind offen. Aha, ich bin dafür, wir bleiben bei Weiß. Also, man könnte es natürlich auch pink anmalen, aber ich glaube, das würde mittelfristig nicht so gut kommen. Warte, kam da gerade die amerikanische Nationalhymne? Tatsache. Cool. Cooles Feature, das sie da eingebaut haben. In der Vergangenheit marschierte der Fortschritt voran. Doch Beine werden müde. Also wird der Fortschritt in Zukunft schweben. Okay. Cool. Bildung fördern. Hat offensichtlich funktioniert. Wir brauchen Geld. Oder brauchen wir Ruf bei Intellektuellen? Nee, ich glaube, wir brauchen Geld. Geld ohne Ende. Wir müssen schauen, dass wir hier wieder an Geld rankommen. Was fehlt denn hier? Öl fehlt. Warum fehlt uns Öl? Ja, also ich meine, wir haben hier eine schöne Plastikfabrik, aber uns fehlt Öl. Das ist natürlich nicht so eine Sache. Was macht denn hier unsere Ölbohrplattform? Sie bohrt nach Öl. Okay. Ja, das ist schon mal gut. Können wir hier irgendwas verbessern? Laserbohren wäre noch so eine Option, aber dann brauchen wir mehr Strom. Wobei, würde sich fast sogar anbieten. Erhöht jetzt aber auch nicht die Effizienz, sondern ist nur zur Kostensenkung da. Okay. Dann hier. Du hast die Freiheitsstatue, da kommen lauter Leute an. Das ist schön. Haben wir denn nicht sonst noch irgendwo Öl rumstehen? Dass wir fahren. Sie sehen heute umwerfend aus, Präsidente. Haben Sie etwas mit Ihrem Haar gemacht? Aha. Stellen Sie einen Immigranten mit Universitätsausbildung ein. Ja, das sollte früher oder später klappen. Und wir haben hier noch was. Ultimatum Supermacht USA. Importhandelsroute. Mit USA erfüllen. Ja, das sollte theoretisch möglich sein. Ah, warte, eine Importhandelsroute. Oha. Handelsbildschirm öffnen. Was haben wir denn gerade an Handelsrouten? Okay, wir haben sehr, sehr viel. Wir haben eine Importhandelsroute mit Russland. Ich kaufe jetzt einfach mal eine weitere Handelslizenz. Und dann sollten wir hier importieren. Verkauft die USA denn zufälligerweise Öl? Ja, das wäre jetzt sehr, sehr schön. Weil dann könnten wir ein bisschen Öl importieren. Dem scheint aber nicht so ganz der Fall zu sein. Wir können ja auch mal ein bisschen nach Land
hier das Ganze sortieren. So, wir können Pharmazeutika importieren. Von denen. Und ansonsten nichts, wenn ich das richtig sehe. Was will man machen, ne? Wir müssen wohl die Pharmazeutika dran glauben. Vorausgesetzt, ich finde sie wieder. Ja, hier. Ja, immerhin kriegen wir sie für einen marktüblichen Preis. Sprich, wenn ich das richtig sehe. Wir müssen ja auch, wir müssen Pharmazeutika herstellen. Okay. Ja, egal. Können wir ja hier mal ein bisschen importieren. Und juhu, ich habe eine Errungenschaft freigeschalten. Das ist ich schön. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich benötige zu diesen Angeboten recht schnelle Entscheidungen. Okay. Ein bisschen Ruf bei den Religiösen kann eigentlich nicht schaden. Und vor allem, wenn es halt wirklich 10 sind für diesen Preis, dann machen wir das mal. Ansonsten, wie sieht es eigentlich da gerade aus, so politikmäßig? Kapitalisten sind super happy. Ja. Wir sind hier ja auch im Kapitalismus. Umweltschützer und Industrie... Ja, Umweltschützer könnten noch ein bisschen was ertragen. Ich glaube, wenn wir da dann hier beim Broker ein bisschen was kaufen, dann ist das super. Und wenn wir hier nochmal kurz in die Politik zurückschauen... Militaristen, die sind eigentlich gut genug, da kaufen wir uns jetzt nichts dazu. Zur Bekanntgabe des Gewinners eines signierten Porträts von El Presidente. Penultimo! Glückwunsch Nummer 2! Wir wussten, 1000 Einsendungen würden ausreichen. Mhm. Ja, gut, das Penultimo, das kriegt, das ist natürlich sehr entspannt, weil da müssen wir uns dann um nichts kümmern. Das klappt einfach. So, wie sieht's hier eigentlich aus? Oh. Warum ist hier die Produktivität noch nicht hochgefahren? Die muss produzieren ohne Ende. Können wir hier noch Verbesserungen? Okay, wenigstens um die haben wir uns gekümmert. So, apropos Verbesserungen. Wir verbessern jetzt hier hinten unsere Ölplattform, dass wir da ein bisschen weniger Geld ausgeben müssen. So, zack. Und, ja, wir können ja auch nochmal ein bisschen nach Öl suchen. So. Hier hinten wäre übrigens auch nochmal ein Ölvorkommen, das wir nutzen könnten. Dafür müssten wir nicht mal so tief bohren. Müssten einfach nur ein entsprechendes Bohrturm aufstellen. So, hier hinten, zack. Einmal per Straße anschließen. Wundervoll, und dann klappt das. So, und hier sind auch nochmal die ein oder anderen Leute, die leider mittellos sind. Nee, für euch baue ich jetzt hier nicht nochmal ein weiteres Haus. Müsste halt mit leben. Aber was wir noch ein bisschen machen sollten, ist, dass wir uns um die Sicherheit kümmern. Hier die Sicherheitszufriedenheit. Sprich, wir könnten noch mal ein bisschen schauen, wo wir hier... ist das bei... Nee, das war nicht bei Dienstleistungen. Ich glaube, es war hier, genau, Polizeiwache. Wo wir da noch mal ein bisschen was machen könnten. So, also hier unten, da haben wir eine Polizeiwache, da ist schon mal... die Sicherheitszufriedenheit vorhanden. Eventuell könnten wir hier nochmal irgendwo was aufstellen. Hier ist es leider ein bisschen hügelig. Hier würde gehen, da würde halt die Plantage ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Wir könnten die aber auch umbauen in die Hydrokultur, dann ist das auch kein Problem mehr. Das wäre vermutlich sowieso eine gar nicht mal so blöde Idee. Dann gehen wir aber hier mal hin, sagen, okay... modernisieren. So, dann haben wir hier jetzt nämlich eine Hydrokultur. Und, ja. Rest haben wir auch. Wunderbar. Und dann haben wir hier jetzt auch den Platz, um eine Polizeiwache aufzustellen. Zack. Ansonsten, wohnungsmäßig, ja, sieht's hier eigentlich ganz okay aus. Eventuell könnten wir da nochmal irgendwie ein schönes Haus oder so hinstellen. Ne, können wir nicht. Wir haben gerade kein Geld. Okay. Aber immerhin, mehr Polizei und damit dann demnächst hier mehr Sicherheit, das ist schön. Und dann, ja, heißt es warten, da hinten ist ein Feuer. Was brennt denn da oben, unser Luxushotel? Ich hoffe, die Touristen konnten in andere Hotels ausweichen. Wie sieht's da eigentlich aus? Ja, die sind ziemlich voll. Auch hier das Weltraumdenkmal. Oh, wer wohnt hier hinten? Okay, die sind mittellos, aber hier so im, Tourismusviertel. Sucht euch lieber ein anderes Zuhause, bitte. Spontanen Vandalismuswettbewerb für sich entscheiden. Sie besiegten die hiesige Staatsgewalt mit einem Vorsprung von 2 Mauern. Ja, okay. Gut, Tropico wird
Wie, wir werden angegriffen? Warum werden wir angegriffen? Nein! Weil wir das Weiße Haus geklaut haben, oder? Und wo werden wir überhaupt angegriffen? Hm. Ah, hier unten ist was los. Okay. Sind das Rebellen, oder ist das... Oh. Haben die gerade meinen Wachturm zerlegt? Ups. Wieder aufbauen hier. Ah, kann ich nicht. Hm. Muss ich wohl ein bisschen warten. Bis ich das kann. Ja. Okay, der Wachturm hat auf jeden Fall zumindest mal ein bisschen Zeit gebracht. Eventuell brauchen wir hier hinten aber etwas mehr. Okay. Wir können ja hier nebendran direkt nochmal... Ach, gerade fehlt eh das Geld. Das kommt natürlich... Okay. Müssen wir warten, bis wieder ein Frachter reinkommt. Uns ein bisschen Geld bringt. So, und jetzt wird vermutlich auch noch Elektrizität fehlen. Oder sind wir da mittlerweile resilient genug? Oh, hier hinten, brennt so eine einfache Hütte. Pharma GmbH, Öl fehlt. Ja, wunderbar. Ja, das, man kennt das. Immerhin, wir haben mittlerweile ein bisschen Pharmazeutika hergestellt. Und Thema Öl. Da könnten wir doch auch hier hinten dann noch, nicht an die Kirche, sondern hier hingehen. Und hier mal ein bisschen aufwerten. Fracking-Anlage, nee, wollen wir nicht. Bingro-Einheit verringert den Verbrauch des Ölverbrauchs. Ja, das wäre natürlich wunderbar. So. Forderung abgeschlossen, das ist schön. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir uns den Handelsslot da einfach mal offen. Wissen Sie, was mich so erfolgreich macht? Ich selbst natürlich. Ich habe es alleine geschafft. Genau wie mein Papa. So, ich würde mich hier tatsächlich mal für Geld auf Nummernkonto entscheiden. Ich habe gesehen, dass diese Dinge erhältlich waren und musste sie sofort sehen, Präsidente. Was sagen Sie? Können wir machen. Image-Kampagne habe ich gerade nicht nötig. Bisschen Ruf bei der EU können wir uns auch noch einkaufen. Das ist immer wunderbar. Jo. Sehr schön. Außerdem, Überfälle wären mal wieder so eine Option. Wir haben ja gerade festgestellt, wir brauchen gerade Öl ohne Ende. Können wir denn uns nicht irgendwie Öl klauen? Scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Ansonsten habe ich gehört, Nickel ist auch immer so eine Option, was man klauen kann. Dann können wir hier auf Schatzjagd gehen. Wir können hier nach Blaupausen spionieren. Und wir können hier, mal wieder ein paar Fantasiebewertungen ein. Das sollte eigentlich klappen. So, wundervoll. Ja, es kommen gerade Touristen ohne Ende. Wie sieht es hier aus im Luxushotel? Ja, die sind gut dabei. Okay, das hier. Dauerausstellung verringert die... Ah, Gebäude wird von Kulturreisenden bevorzugt. Okay. Es wäre natürlich auch cool, wenn wir da ein bisschen Kulturreisende bekommen. Mhm. Ja, und wir könnten natürlich auch nochmal hier irgendwie ein weiteres Hotel bauen, aber ich glaube, wir müssen gerade eher schauen, dass wir einfach wieder in die Rentabilität reinkommen. Das ist gerade nämlich echt ein bisschen heftig, was wir an Ausgaben haben. Eine Welle des Vandalismus wurde vom Palast als Neid der Besitzlosen abgetan. Die Armen können die Bürde des Reichtums einfach nicht nachvollziehen, sagte ein Sprecher. Ja, schrecklich. Schrecklich. Ja, das, also. Es muss einfach möglich sein. Dass die das auch akzeptieren können, unseren Wohlstand hier. So, wie sieht's aus? Okay, hier wird alles Mögliche angeliefert. Milch wird angeliefert. Okay, das heißt, Planken werden angeliefert. Okay, da müssten wir vielleicht ein bisschen mehr verarbeiten. Also gerade Planken kann man ja wunderbar in Boote verarbeiten. Milch in Käse, das sollte auch problemlos möglich sein. Müssen wir eventuell ein bisschen was machen. Haben wir schon wieder Rebellen irgendwo hier? Das wird nichts mit dem Wiederaufbau. Und so wie das hier mit den Rebellen läuft, ist das echt, heavy. So, wie sieht's hier aus? Erhöht die Effizienz in der Ernährung. Okay, haben wir hier noch eine weitere Zuckerplantage eigentlich?
Weil die würde uns natürlich auch noch mal einiges bringen. Reicht uns da das Geld, ist gerade die Frage. Seilbahnstation, nein, das ist nicht das, was wir brauchen. Reicht nicht, schade. Aber immerhin, wir kommen gerade wieder in Richtung grünen Bereich, das ist schon mal gut. Achso, eventuell hätten wir gerade den Wiederaufbau beantragen können. Und der Broker hat wieder was für uns. Sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie an? Sie sind alle völlig legitim. Ruf bei den USA, nachdem die vorher ein Ultimatum gesetzt haben. Das sollte dann wunderbar funktionieren. Wie sieht hier aus? Ah, Ministerium. Wir könnten ein Außenminister besetzen. Broker-Kandidat ist natürlich super. Gesamttourismusindex ist natürlich auch super. Oh. Exportpreis ist gut. Hier kriegen wir ihre höchsten Wissen generiert. Nee, brauchen wir gerade nicht. Erhöht die Effizienz von Überfallgebäuden. Nee. Ich glaube, das mit dem Tourismusindex oder den Grundpreisen. Das ist schon. Ist schon gut. Ist schon echt gut. Muss man sagen, hier Innenministerium. Religiös sieht schon mal ziemlich cool aus. Arbeitsqualität ist auch nicht ganz schlecht. Verstärkt alle Gebäude, die Sicherheit spenden. Ah, wir müssen. Wir haben da ja noch so einen Auftrag, die Sicherheitszufriedenheit zu verbessern. Und insofern. Jo, machen wir das doch mal. Und dann sollte das klappen. Okay. Politik sieht gut aus, Verfassung, Handel, Überfälle, Forschung. Ja, forschen könnten wir vermutlich mal wieder ein bisschen was. Hier Textilfabrik können wir mal erforschen, Yachtclub können wir mal erforschen, Achterbahn können wir erforschen. Hotels können wir erforschen. Was können wir noch? Wir können gefühlt alles hier erforschen. Ah, Schlange zu lang. Gut, dann muss ich hier kurz raustappen, neu reintappen. Jetzt finde ich die Forschung nicht mehr. Hier. So. Strandvilla können wir erforschen. Spielhalle. Botanischer Garten, Werbung, Gourmet-Restaurant. Gibt es irgendwas, was wir hier nicht erforschen können? Ja. So. Jetzt haben wir jedenfalls erstmal sehr viel erforscht. Vielleicht brauchen wir es ja irgendwann mal. Ah, die Rebellen hier hinten. Das ist doch schrecklich. Können wir nicht eventuell mit Forschung hier eine Dings bauen, die wir dann Muskeln spielen lassen? Alles nur für Ruf. Gegen siebten Bau eine Atombombe. Nee, da brauche ich Wissen für. Kann ich entweder Muskeln spielen lassen oder eventuell kriege ich sie verkauft auf dem Schwarzmarkt irgendwann mal. Weiß ich nicht. Oh, wir haben eine Blaupause für einen Aussichtspunkt. Das ist nett. Das heißt aber auch, wir können dann hier mit den Überfällen wieder weitermachen. Ja, indem wir die auf die nächste Schatzjagd schicken. Okay, cool. So, Frachter. Ah, reicht vermutlich nicht. Ich habe aber auch das Gefühl, wenn hier immer so tausender Dinge ankommen, wir brauchen mehr Transportbüros. Polizeiwache, ja gut. Schon mal schön. Aber es müsste doch irgendwie möglich sein. Es müsste zum einen irgendwie möglich sein, hier unten dieses Ding hier bitte wieder zu löschen. Der Palast streitet ab, dem Trinkwasser Chemikalien beigefügt zu haben, um die Bürger gefügiger zu machen. Ruft an und sagt uns eure Meinung, wenn ihr eine habt. Ja, vielleicht wurde sie aber auch durchs Trinkwasser entfernt, eure Meinung. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja. Gut. Wir können hier jetzt noch mal ein bisschen was. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es Gesetze bricht. Fügt ab. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir gerade eigentlich alles nicht. Ich bin da relativ happy. Alles, was ich nur gerade gerne hätte, wäre ein bisschen mehr Geld auf dem Konto. Eventuell sorgt ja der hier dafür. Erwartete Einnahmen, okay. So.
Jetzt, wir haben hier ja ein bisschen Geld auf dem Schweizer Nummernkonto. Das können wir auch relativ ineffizient hier wieder zurückbekommen. Ja, indem ich sage, okay, 9500 hätte ich dann gerne. So, zum einen hätte ich hier gerne diesen Schutzturm wieder aufgebaut. Okay, müssen wir wohl nochmal machen. Zum einen hätte ich gerne diesen Schutzturm hier wieder aufgebaut. Zum anderen, haben wir ja gesehen, Planken haben wir relativ viele. Wir verarbeiten die aber leider nicht weiter. Oh, hier können wir übrigens die Effizienz hochstellen. Und diesbezüglich hätte ich dann gerne hier industriemäßig Schiffswerf. Was kostet die 9500? Okay. Können wir uns gerade nicht leisten. Das ist natürlich blöd. Müssen wir da wohl tatsächlich nochmal ziemlich viel Geld vom Nummernkonto ausgeben. Damit das jetzt klappt. So, und dann kann die hier hin und gebaut werden. Und ich hoffe, das bringt uns was. In der Hoffnung, dass die keinen Leerlauf hat. So, eventuell hätten wir noch ein weiteres Transportbüro bauen können, aber hey. So, Sicherheitszufriedenheit steigt wenigstens, das ist schon mal schön. Ja, da haben wir ja entsprechende Verbesserungen versprochen. Und ja, es verbessert sich. Das ist schön. Verfassung sieht gut aus, Handel. Wir sind am Exportieren ohne Ende. Machen wir denn da wenigstens Fortschritte? Okay, Autos sind fast fertig. Kokosnüsse. Wir exportieren keine Kokosnüsse? Okay, interesting. Möbel sind gut dabei. Schokolade. Ananas. Wir exportieren gerade keine Ananas. Okay. Da könnte man natürlich auch noch mal ein bisschen dran arbeiten. Und hier Bekleidung ist auch noch mal sowas. Verbrauchen wir die alle selbst oder wie sieht das aus? Wir erhalten Meldungen über die Beschädigung öffentlicher Gebäude in Tropico durch überraschend organisierte Vandalen. Keine Sorge, dies ist definitiv kein Rebellenangriff. Ja, okay, hier hinten sind schon wieder welche unterwegs. Das ist echt nicht so super. Oh, wir haben durch einen Überfall hier 10.000 bekommen. Okay, das heißt, wir können dann hier nochmal einen weiteren Überfall starten. Das heißt, Kommandoorganisation kann nochmal eine Schatzjagd machen. Und Cyberoperation, ja, kann auch mal auf Schatzjagd gehen. Ist, glaube ich, gerade wichtiger wie Fantasiebewertung. Ja, und der nächste Frachter, der kommt auch. Damit sollten wir dann hoffentlich, ja, sieht gut aus. Können wir gleich nochmal ein neues Transportbüro irgendwo aufstellen. So, gerade so im positiven Bereich hier. So, wie sieht's aus? Das müsste bei Infrastruktur sein. Genau, Transportbüro. So, dann stellen wir das mal nach hier. So, hohe Priorität. Bau das mal bitte schnell. Oh, wir haben ein bisschen Nickel und so gefunden. Dann können wir da natürlich auch nochmal was in Auftrag geben, was wir überfallen wollen. Und zwar, ja, Gold wäre natürlich sehr, sehr schön. Mal wieder davon ein bisschen was zu haben. Ja, hier hinten. Oh, eine Bombe beim Atomprogramm, das könnte natürlich schief gehen. Ob es schief geht, das seht ihr aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, die hier hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß und ciao.